Hallo, ich begrüße dich zu diesem Video hier bei cafotos.de und heute geht es um das Thema Schwarz-Weiß und zwar in Lightroom. Ich möchte dir so einen kleinen Quick-Tipp mit auf den Weg geben, eine Sache, die ich selbst oft vergesse, wenn ich ein Bild in Schwarz-Weiß bearbeite, aber die extrem effektiv ist und doch nochmal dem Bild so einen kleinen Kick mit auf den Weg gibt. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ich habe hier ein Bild aus dem Shooting mit der Ina geöffnet. Du siehst, einfach hier in der Stadt fotografiert und ich denke mir, das hier sieht ziemlich cool in Schwarz-Weiß aus. Und ich werde einfach mal auf ein Preset zurückgreifen aus meinem Videokurs Lightroom Portraits. Da sind die alle mit dabei, da kannst du dir die Presets dann eben auch auf diese Weise besorgen. Und ich werde jetzt einfach hier ein Schwarz-Weiß Preset auswählen und zwar Katharina 1. Und das lege ich hier einfach mal auf das Bild drauf. Das ist jetzt hier einfach ein bisschen zu hell. Das nehme ich jetzt über die Grundeinstellung nochmal ein bisschen zurück. Vielleicht so. Und der Kniff, den ich dir jetzt zeigen möchte, der kommt jetzt direkt. Und zwar hat das was mit der Temperatur und der Tonung zu tun. Man würde jetzt im ersten Moment denken, okay, das ist ja ein Schwarz-Weiß-Bild, da sind ja keine Farben mehr drin. Aber ursprünglich waren ja Farben im Bild und deswegen kann man diese Farben getrennt voneinander bearbeiten. Das ist noch nicht der Tipp. Normalerweise würdest du jetzt hier in diesen Bereich gehen und hier kannst du dann einfach die Farben anpassen, wie sie im Bild eben waren und dann eben den Grauwert zuweisen. Aber was man oft aus den Augen verliert, ist die Farbtemperatur und die Teiltonung, die Tonung. Teiltonung wäre ja hier unten. Aber die Farbtemperatur und die Tonung, die verliert man oft aus den Augen, wenn man ein Schwarz-Weiß-Bild bearbeitet. Aber die hat trotzdem eine Auswirkung. Und das möchte ich jetzt zeigen, dass wenn ich jetzt hier an der Farbtemperatur drehe oder den Regler bewege, siehst du, ändert sich das Bild auch. Und das macht durchaus Sinn, hier einfach mal ein bisschen zu schauen, wo möchte ich denn eigentlich hin? Okay. Das wäre jetzt zu hell, ja, gerade was den Hintergrund angeht, aber vielleicht kann ich ein bisschen Kontrast schaffen, indem ich hier mit dem Regler eben spiele. Ja. Da muss man dann nicht unbedingt direkt an den Kontrastregler gehen, sondern kann einfach hier ein bisschen bewegen. Ich schaue jetzt vornehmlich hier aufs Gesicht, was mir da am besten gefällt. Dann würde ich vielleicht eher so in den Bereich gehen. Und auch mit der Tonung kannst du rumspielen. Die werde ich jetzt einfach mal, ja, ich glaube, ich gehe sogar eher ein bisschen ins Grünliche, um dann ein bisschen mehr Kontrast aufzubauen. Und du siehst, ich habe jetzt mit diesen zwei Reglern doch nochmal die ganze Lichtstimmung so ein bisschen, beziehungsweise die Stimmung im Schwarz-Weiß so ein bisschen geändert. Ich gehe mal hier auf den Bereich hier zurück. Ja, das war vorher und dann nach Temperatur und Tonung hat sich das Bild vom Look doch nochmal drastisch geändert. Ich würde hier jetzt natürlich trotzdem noch ein bisschen Kontrast ins Bild reingeben. Würde vielleicht die Tiefen jetzt noch ein bisschen aufhellen, das Schwarz insgesamt so ein bisschen rausnehmen und dann gegebenenfalls auch ein bisschen noch schärfen. Dann nehme ich hier meinen Standardwert, so 50, 0,6 und weil Schwarz-Weiß immer mit Körnung cool aussieht, gebe ich da auch immer eine gute Menge Körnung mit rein. Und dann hat man das Bild im Grunde schon fertig bearbeitet. Darum soll es im Grunde auch jetzt nicht gehen, wie man ein Schwarz-Weiß-Bild in Lightroom bearbeitet. Ich wollte dir einfach diesen Tipp hier mit auf den Weg geben, dass du das in Zukunft auch immer ausprobierst und mit diesen beiden Reglern auch nochmal rum experimentierst, wenn du ein Schwarz-Weiß-Bild in Lightroom erstellst. Und ich würde dir wirklich auch empfehlen, mach das Ganze erst dann, wenn du auf Schwarz-Weiß hier oben geklickt hast und nicht bevor du das Bild in Schwarz-Weiß umwandelst, denn die Einschätzung, wie das Ganze in Schwarz-Weiß dann wirkt, wenn du die beiden Regler benutzt, siehst du eben erst, wenn die Umwandlung in Schwarz-Weiß schon vollzogen wurde. Natürlich kannst du dann auch noch mit den Schwarz-Weiß-Reglern hier weiter herumspielen und auf diese Weise eben dein Bild noch eine Feinabstimmung geben. In dem Fall würde ich zum Beispiel mit Rot hier noch ein bisschen runtergehen, weil im Originalbild hier das Logo auch in Rot ist und dadurch jetzt eben so ein bisschen kontrastreicher wird. Ja, wenn du noch mehr zum Thema Lightroom erfahren möchtest, deinen persönlichen Workflow in Lightroom weiter optimieren willst, dann schau mal auf cafotos.de vorbei oder klick jetzt hier oben auf das i.
Da habe ich dir mein E-Book 10 Tipps Adobe Lightroom verlinkt. Darin beschreibe ich dir, wie ich meinen Workflow mit 10 einfachen Tricks extrem beschleunigen konnte und weiter optimieren konnte. Und dieses E-Book ist komplett kostenlos für dich. Einfach mal oben auf das i draufklicken und dann kommst du auf die Download-Seite. Jetzt im Anschluss in der Endcard habe ich dir noch zwei weitere Videos rund um Lightroom verlinkt. Schau da gerne auch mal rein und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut und ciao.